Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal Reiteriador. Ihr seht, wir sind bei mir in der Garage, das heißt, es wird wieder mal geschraubt. Heute widmen wir uns der BMW K1200 LT. Es geht um den Kardanölwechsel. Was wir da für Materialien brauchen, was für Werkzeuge benötigt werden und wie das Ganze vonstatten geht, das seht ihr jetzt hier in diesem Video. Hier haben wir also die benötigten Materialien und Werkzeuge für den Kardanölwechsel an der BMW K1200 LT. Zum einen brauchen wir einen Drehmomentschlüssel, eine Ratsche, einen 6 mm Inbusschlüssel, eine 19er Nuss, neue Dichtungsringe und das Getriebeöl mit der Viskosität 75W140. Als ersten Arbeitsschritt hier bei dem Kardanölwechsel an der BMW K1200 LT stellen wir erstmal ein ausreichend großes Gefäß unter die Ablassschraube hier, wo das Öl reinlaufen kann. Und ich würde empfehlen, einfach noch ja, so ein paar Lappen hier über den Reifen zu legen. Falls doch ein bisschen was daneben geht, dann hat man da keine Sauerei und kann den Lappen danach quasi direkt entsorgen. Zunächst öffnen wir erst einmal hier mit dem 6 mm Inbusschlüssel die Öleinfüllschraube hier am Kardanantrieb bei der BMW K1200 LT. Und entfernen dann auch hier den alten Dichtungsring. Jetzt öffnen wir die Ölablassschraube hier unten am Kardanantrieb bei der BMW K1200 LT. Vorsichtig rausdrehen. Und dann das Öl ablaufen lassen. Auch hier entfernen wir den Dichtungsring und die Metallspäne, die an der magnetischen Schraube haften. Um auch das letzte bisschen von dem alten Kardanöl aus dem Antrieb rauszubekommen, kann es helfen, hier den Reifen von der BMW noch mal ein bisschen zu drehen. Dann kommt noch mal der ein oder andere Tropfen mehr raus und beschleunigt die ganze Sache etwas. Nachdem das alte Kardanöl nun vollständig abgeflossen ist, versehen wir erst einmal die Ölablassschraube mit einer neuen Dichtung und schrauben diese wieder hier unten in die Ablassöffnung wieder ein. Jetzt kommt der Drehmomentschlüssel zum Einsatz. BMW gibt an 23 Newtonmeter hier bei diesen Schrauben vom Kardanantrieb. Jetzt können wir schon das neue Getriebeöl einfüllen. Die Einfüllmenge beträgt 230 Milliliter. Nachdem wir jetzt die ausreichende Menge Öl eingefüllt haben, reinigen wir erst nochmal hier den Öleinfüllstutzen. Dann versehen wir die Öleinlassschraube hier mit einem neuen Dichtungsring und schrauben diese wieder fest. Beim Festziehen nutzen wir wieder unseren Drehmomentschlüssel mit 23 Newtonmeter. Und das war der Ölwechsel. Abschließend können wir noch mal mit einem Brennerreiniger hier das Ganze ein bisschen einsprühen und die letzten Ölreste hier auch entfernen, dass das wieder alles schön sauber ist. Und dann ist der Ölwechsel hier an der BMW K1200 LT schon abgeschlossen. Jo, das war also der Kardanölwechsel hier bei der BMW K1200 LT. Ging relativ leicht von der Hand. BMW gibt den Wartungsintervall alle 20.000 Kilometer an. Ich würde das einmal im Jahr empfehlen, vielleicht in Verbindung mit dem Ölwechsel. Trägt dazu bei, dass die Kardanwelle weniger verschleißt und man immer fährt wie geschmiert.
Dann gibt es von mir eigentlich nur noch zu sagen, falls ihr meinen Kanal noch nicht abonniert habt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr das macht. Gerne einen Daumen hoch und dann sehen wir uns im nächsten Video. Bis dann, macht's gut.